Hilbert, wir sind unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann geht's zum Mantel. Ach, da unten sind die. Moment. Kairos! Ach du Scheiße. Shepard, bleiben Sie in Bewegung, während ich das Ding loswerde. Wir finden Sie schon irgendwo. Der Schlund kommt näher. Vermutlich riecht der Salarianerfleisch an Bord. Oder Kroger. Also gut, wo sind wir? Jetzt bin ich irgendwie froh, dass wir nicht in dem Truck sind. Bedrohungen wie diese erklären, warum es so etwas wie schwache Kroganer überhaupt... Feinde vor uns! Ich sehe sie. Ja. Shepard, Reef fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Wir tun unser Bestes. Wie läuft's bei Ihnen? Anstrengend, aber unterhaltsam. Kairos ist ziemlich hartnäckig. So, haben wir alle. Da sind wir ja gleich da, hoffe ich mal. Shepard, wir sind Kairos, fast los. Suchen Sie einen Weg nach unten. Wir sammeln Sie ein. Shepard, in den Truck. Turak, Rückendeckung. Der Dreschlund ist immer noch da. Beeilung, Reef. Wir sind gut geschützt. Bewegung! Es ist Kairos! Los, Shepard! Wir sind drin. Los! Ihr Kroganer-Freund könnte noch leben. Turak war kein Freund. Jetzt geht's erstmal um einen Reaper. Hoffentlich gibt's einen Plan B. Ein Plan allein reicht nicht, um zu dem Turm zu kommen. Wir brauchen, was organische Wesen ein Wunder nennen. Wir gehen erst weg, wenn die Genophage geheilt ist. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Es ist Ihre, nicht meine. Kairos, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Warum sollte sie denn kommen? Die Legende sagt, sie ist die Mutter aller anderen Dreschlunde. Das hier ist auch ihr Zuhause. Jedes Lebewesen auf diesem Planeten weiß, wie man tötet. Sie besser als die meisten. Ich habe schon viel riskiert, aber das klingt völlig verrückt. Sie tun das jetzt, wenn Sie die Allianz wollen, Shepard. Kein Reaper wird uns an der Heilung der Genophage hindern. Wie ruft man einen Dreschland? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kairos. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kairos und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Shepard, lassen Sie sich nicht umbringen. Kämpfen Sie einfach wie ein Kroganer. Ich komm schon klar. Los! Bis dann auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Los! Greifen wir an! Schlundhämmer müssen oben
sein, bevor man sie einsetzen kann. Wir haben zu tun, Reef. Dann überlassen Sie das mir und kommen Sie einfach hin. Kaum Zeit zum Verschnaufen hier. Jetzt jagen wir diesen Dreschlund, das riesige Vieh auf den Reaper. Shepard, ein Glück. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Wie kommt denn der schon dorthin? Wir sind hier draußen überall. Heilige Scheiße, links von uns! Nicht gut. Alle in Ordnung? Systeme sind intakt. Ich wurde gerade von einem Reaper beschossen. Betrachten Sie es als Training. Die Hämmer sind oben. Es sind zwei. Sie müssen beide aktivieren. Alter. Sie machen wohl Witze. Wäre ich organisch, würde ich jetzt wahrscheinlich brennen. Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich glaube nicht, dass Deckung dafür ausreicht. Das ist eine Sackgasse! Hä? Das eine Sackgasse ist, wie kommen wir denn da weiter? Oh! Nochmal. Die Hämmer sind oben. Es sind zwei. Sie müssen beide aktivieren. Sie machen wohl Witze. Elektrogarnisch würde ich jetzt wahrscheinlich kennen. Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich glaube nicht, dass Deckung dafür ausreicht. Heilige Scheiße, macht mir das wirklich? Nicht anhalten! Sind die alle verrückt geworden? Ich sehe nichts. Boah. Das war jetzt Glück. Glück gemacht. Das war echt Glück. Norden, wir haben den ersten Hammer. Wie geht's voran? Heilmittel liegt fast vor. Nils wird heute gefallen. Versuche dem entgegenzuwirken. Wir haben immer noch den zweiten Hammer auf der anderen Seite. Gut,
kommt, Leute. Keine Muni mehr. Das Heilmittel. In 2 Minuten, aber Eva ist tot. Wieso? Stressbelastung zu intensiv. Zu viel Trauma. Wollte abbrechen. Sie nicht. Ihre Entscheidung. Es war für ihr Volk. Kroganerin hätte ihr Volk stabilisiert. Reef als einziger Anführer der Kroganer. Problematisch. Verdammt! Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen darauf? Ja, manueller Zugriff wegen STG-Spionage erforderlich. Sorge für korrekte Freisetzung des Heilmittels. Morden, das ganze Ding fällt auseinander. Es muss einen anderen Weg geben. STG-Gegenmaßnahmen verhindern Fernzugriff. Keine Zeit für Anpassung des Heilmittels an Temperaturschwankungen. Nein. Einzige Option. Komme nicht zurück. Schlage Rückzug vor. Explosion? Morden, nein. Shepard, bitte. Muss das machen. Muss es zu Ende bringen. Für Sie. Hätte das Ende gern gesehen. Sie kommen sicher gut ohne mich zurecht. Tut mir leid. Mir nicht. Musste so sein. Jemand anders würde es nicht schaffen. Überbrückung, aber ausgezeichnete Arbeit. Ja, ja. Temperatur jetzt innerhalb der Vorgabe. Freisetzung beginnt. Genophage geheilt. Organa frei. Neuanfang für uns alle.
Wir geben der Leere ihren Körper. Diese Kurganerin stellte sich tapfer unserem größten Feind. Und noch im Tod hat sie ihr Volk gerettet. Möge ihr Mut künftig die Flammen der Hoffnung nähren. Sie ist nun die wahre Mutter T'Chankas. Kein Krieg ohne Begräbnisse. Sie war eine wirklich tapfere Seele. Sie sollten stolz sein, dass sie Kroganerin war. Sie hat uns stärker gemacht. Mehr kann ein Kroganer nicht erreichen. Nur das mit dem Pijack war schlimm. Morden. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag, er legt ein gutes Wort für uns ein. Leider war er kein Kroganer. Es kann nicht sein, dass ein Salarianer die Genophage geheilt hat. Wer war's dann? Der einzige Kroganer, der noch stand. Ich werde vielleicht berühmter als Sie, Shepard. Egal. Sie haben Ihr Wort gehalten, nun halte ich meins. Wir kommen gerne und zeigen den Turianern, wie man einen Krieg gewinnt. Einen Reaper haben wir Kroganer schon getötet, oder? Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Reef hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf Ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Hackett, Ende. Commander, Erdnott Reef hat begonnen, Truppen nach Pelewen zu schicken. Sie haben Ihren Teil der Vereinbarung eingehalten, nun halte ich meinen. Die Turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Mordin tot, das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Und wieder ein Albtraum. Und der Junge. Bleib doch stehen. Bleib doch stehen, kleiner Junge. Ich bring dich nach Hause. Wo ist denn der? Da.
ist offen. Shepard, da ist etwas. Das müssen Sie hören. In Ordnung. Komme ich ungelegen? Ich denke an all die Leben, die bisher geopfert wurden. Daran sind die Reaper schuld, nicht Sie. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Viele auf der Erde sterben, während wir unsere Kräfte sammeln. Sie fragen sich, ob wir je zurückkommen. Freunde, Familie, Eltern und Kinder. Es ist nicht ihr Kampf. Aber sie verschaffen uns mit ihrem Leben Zeit. Verwenden Sie sie klug. Das sollte ich. Hatten Sie nicht etwas für mich? Der salarianische Ratsherr. Es ist dringend. Und sie hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tiegel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Commander! Was gibt's denn, Ratsherrin? Shepard, mir ist bewusst, dass ich meine Position Ihnen verdanke. Und ich nehme so etwas sehr ernst. Ohne Sie würde dieser willensschwache Ratsherr Valern die Salarianer immer noch durch die Kanalisation führen. Aber jetzt muss ich ein Heilmittel für die Genophage befürworten. Man löscht mit einem Wirbelsturm kein Buschfeuer. Ratsherrin, Kroganer werden in Massen sterben, damit ihr Volk leben kann. Das ist ihre Botschaft. Höchste menschliche Staatskunst. Übrigens, ich muss mit Ihnen über Ratsherr Udina reden. Den Vertreter der Menschen. Er verschiebt große Geldsummen. Wir müssen darüber reden, wo es hingeht. Und ich glaube, es wird Ihnen nicht gefallen. Besuchen Sie mich nächstes Mal auf der Citadel. Eschiel Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Kroganer und Turianer waren natürlich eine große Hilfe. Hätte die gerettete Kroganerin überlebt, hätten wir mehr Unterstützung durch die Clans. Aber ich nehme, was wir kriegen können. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Was ist mit den Salarianern? Auch interessant. Wir haben durch die Hintertür Nachrichten von SDG-Einsatzteams bekommen. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. Obwohl ich die Genophage geheilt habe. Laut unseren Informationen gibt es Spannungen zwischen Militär und Politikern. Die SDG-Jungs kennen die Lage. Sie wollen nicht die Salarianische Union gefährden, nur weil eine Dalatras ihren Willen nicht durchgesetzt hat. Wissen Sie, was die anderen Spezies gegen die Reaper unternehmen? Ob Sie es glauben oder nicht, Turianer und Kroganer kommen tatsächlich miteinander aus. Erdnod Reef hat Truppen geschickt und die heizen den Reapern ein wenig ein. Die Salarianer klammern sich an Sur Cash, spüren aber auch schon den Atem der Reaper im Nacken. Was ist mit den Asari? Deren Lage spitzt sich zu. Die Reaper rücken rasch vor und wollen ganz offensichtlich Tessia erobern. Interessanterweise lassen die Reaper Parnak in Ruhe. Die Heimatwelt der Yak. Wir haben auf Sur Cash einen Yak gesehen. Er wirkte recht unzufrieden. Wenn wir den Krieg verlieren, beherrschen sie vielleicht den nächsten Zyklus. Man vergisst leicht, dass die Reaper nicht alle Spezies vernichten. Nur die, die eine Bedrohung darstellen. Was Neues über Volus und Elkor? Turianer und Kroganer haben Truppen zur Volus-Heimatwelt Irune geschickt. Es reicht vielleicht nicht, aber sie haben die Reaper-Streitkräfte in einen knallharten Bodenkrieg verwickelt. Was die Elkor angeht, die halten sich noch raus. Aber unsere Prognosen sagen, dass die Reaper bald in ihr Gebiet eindringen. Wissen Sie etwas über die Hanna und die Drell? Sie haben Glück. Bis jetzt sind die Reaper noch nicht in diesen Sektor eingefallen.
Aber wir haben gehört, dass Drell-Spezialeinheiten daran arbeiten, ihre Grenze zu den Salarianern zu verstärken. Ich kannte mal einen Drell. Die Reaper sollten sich das gut überlegen. Was ist mit den Batarianern? Sie hatten keine Chance. Die Reaper kamen aus dem Portal und griffen sofort an. Und ohne direkte Verbündete. Ich glaube, die Batarianer sind Geschichte. Haben wir was von den Quarianern oder den Geth gehört? In der Nähe der Geth-Grenze könnte es brodeln, aber unsere Infos sind vage. Je schlimmer es wird, desto schlechter wird auch die Informationslage. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende.